Wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied von einem ganz besonderen Menschen zu nehmen. Einem Menschen, der stets Quell der Inspiration war. Frank Elstner. Treuer Ehemann, liebevoller Vater und ein verlässlicher Freund und Kollege. Und was viele gar nicht wissen, Frank Elstner ist der Erfinder von Wetten, dass. War das nicht der Lippert? Er war stets ein Mann, der... Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Leute, das ist doch nur Spaß fürs Fernsehen. Wir haben überall die Kameras versteckt. Guck. Hallo. Ja, jetzt guck doch nicht so betröppelt. Frank, das ist wirklich geschmacklos. Adult, du Arschloch. Frank, also wirklich. Also der Elstner hatte immer schon komischen Humor. Vielleicht ist das die Auferstehung der deutschen Fernsehunterhaltung. Ihr seid sowas von humorlos. Ein humorloses Pack. There is nothing wrong with your television set. We are controlling the transmission. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter. Danke. Als Referent des Intendanten des Westdeutschen Rundfunks möchte ich mich ganz kurz stellvertretend bei Ihnen, lieber Frank Elstner, bedanken, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders die Zeit gefunden haben, heute Abend erster Gastmoderator dieser jungen, frischen Unterhaltungsproduktion namens in dieser Sendung jedenfalls zu sein. Ja, den Namen ändern wir noch, oder? Ja, vielen Dank, Herr Dr. Knoll. Wenn Sie gestatten, Herr Dr. Elstner, ja. Möchte auch ich als Sprecher des CSU-Freundeskreises im Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks Ihnen für Ihren nicht ganz selbstverständlichen Einsatz für diese junge Sendung recht herzlich bedanken. Sie, Herr Elstner, sind der lebende Beweis dafür, dass der Westdeutsche Rundfunk durchaus junges, frisches und unterhaltsames, innovatives Fernsehen machen kann. Vielen Dank, Herr Elstner. Ich begrüße Sie. Sie entschuldigen. Auch vom sozialdemokratischen Freundeskreis im Rundfunkrat wünsche ich Ihnen toi, toi, toi. Ja, wir alle sind gespannt, was Sie zu sagen haben und wie Sie uns zum Lachen bringen möchten. Und vergessen Sie niemals, gute Fernsehunterhaltung ist dann am besten, wenn sie ganz frei von der Leber wegkommt. Also, machen Sie sich locker, das ist der neue WDR-Spirit. Sie haben alle Freiheiten. Herr Elstner, keine Schere im Kopf. Ja. Ja, vielen Dank, meine Herren, für Ihr Testosteron. Ich finde ganz ehrlich, das geht so nicht. Im Namen aller ZuschauerInnen und festangestellten MitarbeiterInnen des WDR obliegt es mir als amtierende Gleichstellungsbeauftragte des größten Rundfunksenders Kontinentaleuropas, Ihnen, geschätzter Herr Elstner, für heute Abend auch mit auf den Weg zu geben, dass Sie letztlich Frauen und anderen Minderheiten diese Bühne, die Ihnen heute geboten wird, zu verdanken haben. Den ersten großen Auftritt, mein lieber Herr Elstner, hatten Sie, und das kann man ruhig mal so offen sagen, im Kreissaal, als Ihre Mutter Sie unter unvorstellbaren Schmerzen auf die Welt gepresst hat. Das
Das sollten Sie nie vergessen. Und darüber hinaus, bitte denken Sie daran, gemäß § 14 des laufenden Rundfunkstaatsvertrages sind sämtliche Witze und Inhalte zu folgenden Themenkomplexen durch den WDR-Ethikrat generell zustimmungspflichtig. Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung, Religion, Astrologie, Männer, Jugendliche, Migranten, Homosexualität, Transgender, Bondage, Bukake, Einhörner und Fabelwesen, Fußball, Squirting. Und auch bitte keine Scherze über die Maus, den Elefanten oder den kleinen Maulwurf. Ja, aber worüber man Witze machen darf und worüber nicht, kann sicher der Schwerbehindertensprecher des Betriebsrates noch ein paar Worte sagen. Witze auf Kosten von Querschnittsgelähmten und anderen Rollstuhlfahrern können Sie von mir aus gerne machen. Ja. Lieber, verehrter Herr Elsner, das 2009 mit der Karajan-Medaille ausgezeichnete Tuba-Terzett des WDR-Sinfonieorchesters Köln unter Leitung von Radovan Luboslanik spielt für Sie heute Abend zur Begrüßung die Titelmelodie von Wetten, dass. Eine Sendung, die, wenn mich meine Recherche nicht täuscht, ja von Ihnen erfunden wurde. Das wusste ich gar nicht. Dinge, die Sie über Frank Elstner garantiert noch nicht wussten. Erstens. Frank Elstner trägt ein Glasohr, welches aber so gut gemacht ist, dass man es nicht von einem echten Ohr unterscheiden kann. Seine Nase ist aus Edelstahl und seine Oberlippe aus 100% echtem Nubuk-Wildleder. Zweitens. Frank Elstner ist Ehrenbürger und Besitzer seiner Heimatstadt Baden-Baden. Das 64 Meter hohe Frank-Elstner-Denkmal im Garten des Brenners Parkhotels lockt jährlich tausende Besucher an. Drittens. Er hat 3 Kinder von 4 Frauen. Er ist wasserdicht bis 200 Meter und kann bis zu 14 Tage die Luft anhalten. Viertens. Frank Elstner ist ein Künstlername. Mit bürgerlichen Namen heißt er Beppo Zimbo Rocco Cini. Der Name Frank Elstner wiederum ist ein Anagramm von Wetten, dass. Fünftens. Frank Elstner würde niemals Krokodile essen. Umgekehrt geht das leider nicht. Sechstens. Um herauszufinden, wie alt Frank Elstner ist, müsste man ihn in der Mitte durchschneiden und die Jahresringe zählen. Experten schätzen ihn auf 102. Er ist damit der jüngste noch lebende Moderator der ARD. Siebtens. Frank Elstner wird mit 12 9-Volt-Blöcken betrieben, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind. Ja, alle Experten sind sich sicher. Ohne Frank Elstner wäre das deutsche Fernsehen Radio. So, dann bin ich endlich mal dran. Also herzlich willkommen auch noch mal von mir. Ich habe heute die Ehre, der erste Gastmoderator dieser neuen Show mit dem unglaublich anstrengenden Namen zu sein. Darüber freue ich mich natürlich sehr, denn hier kann ich den Menschen endlich ein paar Seiten von mir zeigen, die sie vielleicht noch gar nicht kannten. Wussten Sie zum Beispiel, dass ich mich letztes Jahr beruflich völlig umorientiert habe? Hallo, mein Name ist Frank Elstner. Die Älteren unter Ihnen, die werden mich vielleicht noch kennen als Erfinder von Wetten, dass. Und die Jüngeren, die sollen mich kennenlernen, denn ich bin jetzt ein Viral-Videoproduzent. Denn auf der Datenautobahn ist der Teufel los. Auf der Überholspur geben virale Videos mit Humorpotenzial gehörig Vollgas. Mit einem engagierten Team, ambitionierter Filmemacher und modernsten Aufnahmetechniken entstehen bei uns in akribischer Arbeit virale Schmuckstücke. Dafür sorgen ich und mein Team.
Also das war so, ich habe Frank Elstner damals auf Facebook geliked und am nächsten Tag war ich hier einfach gleich Head of Social Media. Ja? Mega krass, ich meine, ich habe ja noch nie mal eine Ausbildung. Kennt ihr das Video Star Wars Kid? Ja, ich. Ich bin auch so ein Stock. Ich kann Trends riechen. Das Internet, das wird sich durchsetzen. Ganz sicher. Und plötzlich waren sie da. Die Mega-Idee. Eine Katze. Eine Katze. Eine Katze. Und wir haben eine Katze. Komm, komm. Mach was, mach was, mach was. Na los, komm. Irgendwas, komm. Fuck! Halt die Fresse! Ich hasse Katzen. Aber Sie wissen, wie es geht. Komm jetzt auf mit dem Scheiß. Das ist doch albern. Wir haben übrigens lange geforscht und dabei haben wir was Interessantes rausgekriegt. Schminktipps sind enorm beliebt bei Teens und Twins, aber das Publikum wird immer jünger. Das jüngste Schminktutorial der Welt. Danke, aus. Sorry, können wir das für mich nochmal machen? Ich fand das gerade zu sehr drüber, einfach zu sehr Baby. Babys können ja eigentlich nicht sprechen. Deswegen spielt Beverly auch stumm. Das wirkt dann total real. Es ist schon anspruchsvoll, in die Rolle zu kommen. Von 8 bis 12 bin ich jeden Tag in der Kita. Da kann man sich viel abschauen. Der Rest ist klassische Straßberg-Schule. Wer viele Klicks haben will, der braucht große Emotionen. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Er rüttelt sich. Er schüttelt sich. Er wirft sein Säckchen hinter sich. Bei einem guten Poetry Slam, da fange ich einfach an zu heulen. Ein weiteres Spezialgebiet der Frank-Elstner-Weyrich-Studios sind Fails. Fails sind lustige Unfälle und nicht etwa die Moderation von Markus Lanz. Roffel. Mit klassischen Pleiten-, Pech- und Pannenbildern sind köstliche Lacher garantiert. Zwerchfellmassage für Jung und Alt. Trotzdem haben wir natürlich einen Sicherheitsexperten. Und was für einen? Dieser Stunt ist absolut sicher. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das Internet präsentiert Spaß und Fun pur. Und das Ganze mit Lichtgeschwindigkeit. YOLO! Ja, die Zeiten ändern sich, meine Damen und Herren. Neue Berufsbilder entstehen, andere sterben ganz aus. Aber wem erzähle ich das? Sie kennen das ja. Schließlich ist der durchschnittliche WDR-Zuschauer ca. 20 Jahre älter als ich. Nehmen wir zum Beispiel die gute alte Postfiliale. Alles wegrationalisiert. Die Post muss sparen. Pakete und Briefe verschickt man heute im Paketshop. Und der gute alte Postbeamte wurde ersetzt vom Blumenverkäufer, Kioskbesitzer oder wie hier im Paketshop meines Vertrauens vom Barkeeper. Hallo. Ja. Hallo. Kann ich bitte einen Gin Tonic haben? Ja. Guten Abend. Einen Moment, ich habe Kundschaft. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte ein Paket abholen. Einen Moment bitte. So. So. Dankeschön. So, das ist. Ah ja, hier. Der hier. So. Bitteschön. Ja, danke. So. Ihren Ausweis. Möchten Sie noch Geld abheben? Nein. Heute nicht. Danke. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Das wusste ich ja gar nicht, dass das ja auch eine Postfiliale ist. Ja, weißt du, von einer Bar alleine kann man mittlerweile ja nicht mehr leben, weißt du? Deswegen. Oh. Herzlich willkommen bei der Telekom. Mein Name ist Thomas Hengen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh ja, das tut mir leid, dass Sie jetzt über 4 Stunden in der Leitung warten mussten. Aber wir haben hier bei der Telekom das Motto Neukunden ködern, Bestandskunden ignorieren. Na, dann schildern Sie mir doch einfach mal ganz in Ruhe Ihr Problem. Für die Telekom arbeitest du auch? Ja, ja, ich mache jetzt die Bestandskunden der Telekom als selbstständiger Subunternehmer. Die haben das Ganze jetzt ja mittlerweile outgesourced, weißt du? Ja, also wenn ich Sie unterbrechen darf, für mich klingt das nach einem Marderschaden im NTBA oder im Splitter. Ja, probieren Sie doch mal eine Kuchengabel in die Steckdose zu stecken, ob es dann besser wird.
Und wie viel der Bestandskunden betreust du jetzt hier bei dir per Telefon im Laden? Ja, alle. Weil von einer Bar mit Postbankfiliale allein kann man ja heutzutage nicht mehr leben. Ja, ist nicht besser geworden mit der Kuchengabel. Mhm. Ach was, wie lange waren Sie denn bewusstlos? Verstehe. Wissen Sie was, ich verbinde Sie mal mit unserer Technikabteilung. Bleiben Sie kurz dran. Danke. Oh, Entschuldigung. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich würde gerne meinen Leihwagen abholen. Ah ja, einen Moment. Was für einen Wagen hatten Sie denn bestellt? Porsche Cayenne, Diesel, Vollkasko, ohne Selbstbeteiligung, aber mit einem Navigationssystem. Porsche Cayenne, oh, den haben wir leider gerade nicht da. Was ich Ihnen anbieten könnte, wäre ein kostenloses Downgrade. Wir hätten hier einen Polo Harlequin Baujahr 1996. Der hätte ein Autoradio mit CD-Wechsler. Kostenloses Downgrade, finde ich super, den nehme ich. Alles klar, dann bitte einmal Ihre Kreditkarte und den Führerschein. Ja. Der Führerschein? Ja. Oh, der ist aber abgelaufen. Da müssen Sie, glaube ich, zum Bürgeramt. Hallo. Haben Sie eine Nummer? Was? Eine Nummer, ob Sie eine Nummer gezogen haben? Nein. Ja, ohne Nummer kein Termin, hier bitte. Oh, vielen Dank. 16, das sind wir, komm! Guten Tag, ich kann es mir zwar denken, aber was kann ich für Sie tun? Wir wollen heiraten. Nee, ne? Doch. Ja. Einmal Ihre Papiere, bitte. Dankeschön. Ja, sieht sehr gut aus. Kraft des mir verliehenen Amtes als zertifizierter Franchise-Nehmer der evangelischen und katholischen Kirche ernenne ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut küssen. Glückwunsch. Entschuldigung, wie lange dauert das denn jetzt noch mit dem Führerschein? Ich meine, ich muss mit dem Wagen heute noch nach Frankfurt. Ja, tut mir leid, aber wir haben seit einer Minute geschlossen. Kommen Sie am Dienstag wieder. Ja, und wenn Sie wollen, können Sie sich dienstags bestimmt auch noch gleich die Zähne machen lassen. Ja, dann müssen Sie aber viel Zeit mitbringen. Das ist ein Banküberfall! Alle Hände auf den Boden! Keine Panik, Polizei. Ich hab... Hab alles unter Kontrolle. Bitte bewahren Sie Ruhe, ganz ruhig. Auf den Schock muss ich jetzt mal eine rauchen. Verkaufen Sie auch Zigaretten? Sieht das hier vielleicht aus wie ein scheiß Kiosk? Also bitte weitergehen. Gehen Sie bitte weiter. Hier gibt's überhaupt nichts zu sehen. Kann ich jetzt bitte meinen Gin Tonic bekommen? Oh ja, natürlich. Habe ich völlig vergessen. Kommt sofort. Und Enter. So, ich hätte hier ein Paket abzugeben. Wer unterschreibt? Ja, das ist für den Herrn hier. Du bestellst die Getränke für deine eigene Kneipe im Internet? Ja, weißt du, das habe ich komplett outgesourced. Ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Also ich sage es ganz ehrlich, ich bewundere Ihren Unternehmergeist. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon mal erzählt habe, aber ich habe ja auch mal was erfunden. Na. Und deswegen ein kleiner Tipp von mir. Geben Sie Ihre Idee niemals aus der Hand. Das geht garantiert in die Hose. Ja, keine Sorge. Also mein Godesberger Stübchen, das ist mein Baby. Das bringe ich mal ganz groß raus. Ich glaube, davon werden Sie mal in den Nachrichten hören. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonn. Der Godesberger Gastronom Thomas Hengen ist mit seiner Unternehmensgruppe Godesberger Stübchen und Paketshop Holding International als erster Einzelunternehmer in den DAX 100 aufgenommen worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte persönlich und löste bei der Gelegenheit beim Firmenchef ihr Jeans-Sparbuch auf. Afghanistan. Vor wenigen Minuten erreichte uns ein höchst brisantes Video aus Terroristenkreisen. Aktuellen Informationen nach wurde es heute in einem geheimen Unterschlupf im Hindukusch, ganz in der Nähe der pakistanischen Grenze, aufgezeichnet.
بردانه ما في ميبرات عطيني سكربا يوخ علينا سوى الخباب يلاح نظيبي يا رباير يلاح نسوت يلاح رباييني يا صباح الخير يا دكتور بودن. هالو كارو، نا في geht es dir؟ Wir haben noch darüber abgestimmt, dass du Bio-Bananen einkaufst. اخو شي انا؟ Von allem? Und wie viele Kinder haben wir jetzt gegessen? Ah, بخيت اي سلايم، انا خطر باهي سلكان. Das ist ein totales No-Go. Und sag der Christine, dass wenn ich wiederkomme, setze ich das auf die Tagesordnung. Und das geht überhaupt nicht klar, dass sie sowas machen. Salam Balet? Ja, ich weiß, du, ich muss Schluss machen. Ich bin gerade beim Homöopathen. Okay, mach's gut. Ja, tschüss, ciao. Tut mir leid, Jungs, ich aber wache dein Nuss. Okay. Assalam. Khaltalam, Sharas Faram, Saihab, Dashid, Yadum Kilabi, Kalhib, Alhamdulillah, Sira al-Arabiya, al-Adalmar, al-Mushkarafi, Tahalib. Atini Berdani. Berdani, Mafi, Milbarat, Atini Bahamanos. Ibach Lachir, Ibach Lachsan, Ibach Amun. يبقى رايحين يبقى اختبارين يبقى واحد نص ابن صاحب الخير يا صاحب العولي دوس بوك بالخير ده دوس بوك بغيت ايدا واس جيت يا موين هانوفر 96 ولا واس يا دي بالان ما ويك بوم 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 يا شايس dass ich da bin aber im Urlaub ist auch nicht schlecht ne ja was Nee, ist super hier, ist echt gut. Gestern Abend haben wir voll durchgesoffen. Ich hatte mal so ein Chiles, Wahnsinn. Allah, Telefon, ja, Allah, Fak, Masalan. Die Bräute, kannst du dir nicht vorstellen, machen ganz viele Programme. Ja, Malachet, ey, Salaim. Khutr, Bahi, Salakan. Ja, ey, es wäre so geil, wenn ich hier wäre. Pass auf, ich muss Schluss machen. Ich spiele gleich Beachvolleyball. Okay, ciao, tschüss, ciao. Beachvolleyball? Aras, Telefon! Telefon, khalas. Ich sag noch mal, die Silent-Mod, okay? Klick. Walhidi, Salamot! Ach, Salamot, khala, 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 khala. خالتلان شرس فرم سيخب دشيد يودون كلاكي كالهلب الهمد لله زراع العربية لأدى المار أموش كرفية تحليب أعطيني كاسق بي كا هلو ماما Ja, wie geht's dir? Ja, Specksteinkurs ist supi. Halla Mama, halt sie satt alle Hedi. Ich hab einen Hasen gebastelt. Hat aber nie nach Hasale bedacht. Mann, Allah, du hast doch Hedi. Halla, 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 Das war super. Das war total schön. Und dann haben wir den Grill angemacht und ich habe 3 Würstchen mit Senf gegessen. Okay, Gelände ist gesichert. Ihr könnt reinkommen. Sorry, hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Morgen bin ich in Kabul. Okay. Man kann über seine Methoden sagen, was man will, aber verdammt, er ist unser bester Mann. Du hast ein langweiliges Kaninchen. Langweilig. Langweilige Goldfische. Langweilig. Oder eins von diesen schrecklich langweiligen Meerschweinchen. Langweilig. Du hast keinen Plan, was du mit diesen öden Dingern anfangen sollst. Dann ist jetzt Zeit für Wurf. Mit Wurf sind deine alten Haustiere endlich wieder cool. Laden und entsichern. Höher. Weiter. Wurf. Spiel es alleine. Wurf. Spiel es mit deinen Freunden. Wurf. Oder checke deinen Großvater. Wurf. Wurf. Und wenn dir mal die Munition ausgeht, dann kauf dir einfach neue.
erhält dich in jeder Menge aufregender Farben, Größen und Styles. Extreme Catball, Schlagenten, Meerschweinchenschleuder XXL, Schnellfeuerfische, Frog Missiles, hol sie dir alle. Wurf! Für mehr Spaß mit deinem Tier. Wurf! Sie alle kennen die Montagsmarder. Aber kennen Sie auch die neuen Montagsmarder? Ja, hallo! Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Neuauflage der Montagsmarder. Die Regeln sind nach wie vor die gleichen. Die Kandidaten müssen Begriffe zeichnen. Ihre Mitspieler müssen sie erraten, was da gemalt wurde. Und unsere Kandidaten sind diesmal vom Johannes Rau Berufskolleg aus Erftstadt, die Azubis Peter, Mike und Chiara. Und von der hochbegabten Vereinigung Luzerna aus Bad Homburg, Richard und dann die Martha und der Bernd. Herzlich willkommen auch euch. Los geht's allerdings mit den Berufsschülern. Ich fange mal mit Peter an. Peter, bitteschön, kommen Sie zu mir. Wie läuft's bei Ihnen in der Schule? Warum fragen Sie mich das? Ja, was haben Sie denn gehört? Ich habe gar nichts gehört. Ich wollte Ihnen ein bisschen Freude machen und wollte mal wissen, wie es Ihnen so geht. Haben Sie vielleicht Hobbys? Ich schieße gerne. Aha. Die Jugend von heute an der Playstation, das sehe ich schon nicht an. Ne? Oder lieber als Jägersmann in der freien Wildbahn? Sowohl als auch. Ja, der Peter ist zum zweiten Mal sitzen geblieben. Mit dem will keiner gerne reden. Boah, Mike, Alter, bist du lebensmüde, Mann? Lass den, das ist voller Psychopathiker. Darf ich mal dazwischen, Peter? Peter, was wollen Sie denn später mal werden? Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall was mit Menschen machen. Ja, das ist doch ein guter Vorsatz. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dazu. Und hier ist schon Ihr erster Begriff. Bitte, 20 Sekunden haben Sie Zeit. Spiel ab. So, raten. Ein gerader Strich und links ein Strich nach oben und rechts. Einer nach unten. Ja, aber was stellt das dar? Vielleicht Chiara, haben Sie einen Tipp? Komm mal, Franke, ich habe auch nichts gemacht. Verstehe ich überhaupt nicht. Also, überleg doch mal. Es ist etwas, was ein jeder Mann kennt. Penis! Nein, Regie, könnt ihr das mal schnell wegmachen, bitte. Also bis hierhin danke, leider kein Punkt für die Johannes Rau Berufsschule. Peter, Sie können sich wieder setzen. Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Möchten Sie noch was sagen? Sie haben gerade einen sehr großen Fehler gemacht. Aha. Gut, dann bitte nehmen Sie Platz und ich wende mich erleichtert mal dem Blitzgescheiten zu von Luzerna. Also Richard, kommen Sie zu mir. Frage, wie wird man ein Hochbegabter? Ich verstehe die Frage nicht. Na, haben die Eltern da ein bisschen nachgeholfen? Eltern? Man wird in die Welt geworfen, fertig. Eltern, Geburt, Erziehung, das ist so ein romantisches Konzept kleingeistiger Krämerköpfe, das ich entschieden ablehne. Aha. Na gut, dann wollen wir das Spiel beginnen. Für Sie habe ich auch einen ersten Begriff. Richard, 20 Sekunden und Spiel ab. Na, was ist das? Es können viele Wörter sein. Die deutsche Sprache hat 5.428.312 Wörter. Al, ar, as, die abbild, Lösung abbruch, lautet Endlichkeit. Ja. Cool. Hey, super. Herzlichen Glückwunsch. Das ist richtig. Ein Punkt für die Hochbegabten. Jetzt sind die Berufsschüler wieder an der Reihe. Nein. Hi. Mike, Sie scheinen zumindest ein sehr gut gelaunter Schüler zu sein. Ich finde das große Klasse. Was haben Sie denn für Hobbys? Also Party machen, ne? Also mit den Kumpels, bum, 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 so, ja, um die Häuser ziehen, einen drauf machen, ne? Party, Party, Party! Party, 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 dann machen wir jetzt Party, Party, Party hier weiter, wir feiern weiter. Das ist Ihr Begriff, bitteschön. 20 Sekunden und Spiel ab. Was haben wir denn jetzt? Wo hat er wieder einen Penis gemalt, Alter? Regie, hör mich mal da oben. Also, meine Damen und Herren,
Wir sind hier in einer Live-Sendung und ich würde sagen, wir vergessen das doch einmal. Es war ein kleiner Pennäler-Scherz. Geben Sie mit mir, dem Mike, eine zweite Chance. Einverstanden? Ja. Also Mike, gelbe Karte wollen wir nicht vergessen, okay? Ja, nee, ist klar, Herr Elster. So, und dann ist hier ein neuer Begriff. Vorsicht, schwer. 20 Sekunden und bitte ab. Rakete, Patrone, Handgranate, Zerstörung, Schule, Aula, Krieg. Ja, Krieg, Krieg ist nicht schlecht, nicht schlecht. V2-Rakete, Aggregat 4, Elektronen, Thermit, Startbrandbombe, B1E, Reichszeppelin, LZ. Richtig, Zeppelin. Zeppelin können wir gelten lassen. Ja. Weißt du, was genau, was denn hier Opfer? Der hat mir noch hin. Weg, weg, mach das weg. Was soll ich hier eigentlich? Mensch, diesen Mist soll der Pilava von mir aus machen. Ich bin raus. Auch erhältlich für Hühner oder kleine Geschwister bis 18 Monate. Hallo, einmal in den Marderweg 17, bitte. Hallo, gerne doch. Sagen Sie, stört es Sie, wenn ich das Radio anmache? Nein, überhaupt nicht, gar nicht, nur zu. Mambo Number 5 ist ein ganz starker Titel. Ich mag diesen jungen, urbanen Sound von Mr. President. Mambo Number 5 ist, glaube ich, nicht von Mr. President. Doch, 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 junger Mann. Nein, wirklich. Also von Mr. President ist zum Beispiel Coco Jumbo. Sie wissen ja, ne? Ja, ja, yeah, Coco Jumbo, ja, ja, yeah. Ja, ja, yeah, Coco und so weiter. Ja, ja, okay, aber von wem ist das Lied dann? Warten Sie mal, ich hab da was. Kennen Sie Shazam? Was? Shazam. Das ist so eine App, der spielt man ein Lied vor und dann nennt ihr einen Titelsong und Interpreten. Aha. Ja. Wie funktioniert diese App? Das ist wahrscheinlich irgend so ein hochentwickelter Algorithmus, der auf eine riesige Musikdatenbank zugreift oder so. Irgend sowas. Und zack. Leute, Leute, hört mal Kundschaft. It's all I need. A little bit of Venus, all I need. Bitte, bitte, ey, komm, kleines bisschen Konzentration. Ich brauche die Songinfos. Von wem ist das? Komm, der Hunde war Mambo Number 5 ist ja, das. Vielen Dank, du Vollidiot, das weiß ich auch. Aber von wem ist das Song? Ja, von Mr. President. Ja. Nee, Quatsch, von Mr. President ist hier Coco Jumbo. Ah, ja, ja, kommt auf Jumbo. Ey, bitte, komm! Hallo, wir waren bei Mambo Number 5, bitte! Ist ja gut, ich überlege. Oh, scheiße, Mann! Ja, vielen Dank! Super, geht ja nur auf meine Fehlercode, was? Ja, und? Nur? Ja, komisch. Hat er nicht erkannt? Hm. Funktioniert wirklich super, Ihr Algorithmus. Ja, das probiere ich gleich nochmal. Und zack. Leute, hier, komm, Konzentration, zweite Chance. Bitte. Mann, du halt die Fresse, sag mir einfach, von wem ist der Song? Ey, nicht in dem Ton, ja? Ey, toll, den hab ich ja schon so lange nicht mehr gehört. Ja, 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 genau. Aber von wem ist das, hä? Der ist hier von Mr. President, ist der doch. Nein, 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 nein. Von Mr. President ist dieser andere Song. Coco Jumbo. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja, Coco Jumbo. Ah, ja, wir waren doch gerade bei Mambo Number 5, was? Ja. Mambo Number 5. Mambo Number 5! Mann, was ist denn mit ihm los? Man fasst mich nicht an! Ja, wahrscheinlich überarbeitet. Ne? Nee, nee, nee. Von mir war man auch schon sehr aggressiv. Ja, super, viel...
Ah, jetzt lassen Sie das sein, junger Mann. Nein, nein, ich will das jetzt echt wissen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ist ja gut. Von wann ist der eigentlich, der Song? Oh, gut, ist von 99. In dem Jahr war ich auf Mallorca im Urlaub und da lief der ständig. Mallorca, wo waren Sie da gewesen? Cala Rayada. Würde ich aber nicht empfehlen. Also ich war ja letzten Herbst ganz im Norden der Insel und es war so schön. Ja, wo war das noch gleich? Alcudia? Nee. Campica 4? Nee, auch nicht. Bei Palermo, oder? Nee, aber von wem ist denn dieser Song? Was? Ich liebe ja Palma und die Tabak. Aber siehst du, geht doch auch wunderbar in dem Ton, ne? Ich muss aber wieder hin. Ja. Aber... Bring dich aus! Lass mich rein! Bring dich her! Den Song scheint die App wirklich nicht zu kennen. Sag mal, warum googeln Sie eigentlich nicht einfach? Das ist eine gute Idee. Ja, klar, warum nicht? Mambo Number 5. Und zack, bin gespannt, was Google sagt. Du? Hä? Ich krieg hier gerade eine Anfrage rein. Worum geht's denn? Von wem ist denn noch mal Mambo Number 5? Das ist von Mr. President. Ja, ist ja klar. Mr. President. Und wie ging das noch mal? A little bit of Monica in my life. A little bit of Africa by my side. A little bit of Rita is what I need. A little bit of Tina can I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. So, wir wären jetzt gleich da, Herr Elzner. Ach, wissen Sie was? Drehen Sie noch mal eine Runde um den Block. Ich habe eigentlich keine Lust, nach Hause zu kommen. Sie glauben gar nicht, was mir gestern passiert ist, als ich mein Haus betreten habe. Hallo? Frank, wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir sind heute alle hier, weil wir uns Sorgen um dich machen. Setz dich, Schatz. Hör mal, Papa. Du weißt, wir haben dich alle sehr, sehr lieb. Aber es ist dir vielleicht nicht aufgefallen. In letzter Zeit, da hast du dich ganz schön verändert. Und da hatte Mama die Idee, dass... Hatten wir alle die Idee, es dir einfach direkt zu sagen. Du moderierst zu viel. Klar, es ist dein Job und alles, aber es geht wirklich zu weit. Schau, selbst die Nachbarn sind gekommen. Tatsächlich, ich habe sie im Gang gesehen. Manfred und seine Familie. Manfred, 49 Jahre alt. Und sein Thema, ich trau mich nicht mehr auf die Straße. Hier kommt er mit Familie. Bitte Ihr Applaus für Manfred. Genau das meine ich. Das ist dein Leben und nicht irgendeine Fernsehsendung. Als wir letzte Woche bei euch zum Essen waren, das war einfach irgendwie seltsam. Dann dürfte ich mal was von dem Salat haben. Frank, alles in Ordnung? Und gleich geht's weiter nach der Werbung. Und dann erfahren Sie, wie viel Geld Mark verzockt hat bei den Sportwetten in den letzten 3 Monaten. Und Sie erfahren, was Carmen mit Ulrich aus der Lohnbuchhaltung angestellt hat bei der Weihnachtsfeier. Gleich nach der Werbung. Frank, es gibt Orte, an denen kann dir geholfen werden. Aber du musst es selber wollen. Andernfalls ruinierst du deine Gesundheit. Denk doch nur an deine OP letzten Monat. Arthur Schopenhauer hat gesagt, Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. So komme ich mir im Moment vor. Wollen Sie mal sehen? Mein offenes Herz und die Leber. Ich glaube, ihr habt recht. Ich bin es euch schuldig, etwas zu ändern. Und wie das geschieht, können Sie selbst erleben. Nächste Woche in diesem Programm. Ich freue mich auf euch. Ja, vielleicht werde ich langsam wirklich zu alt für diesen Fernsehkram. Auf der anderen Seite,
gibt es etwas Schöneres als Fernsehen. Das Fernsehen war immer gut zu mir. Mir hat das immer so viel Spaß gemacht, Menschen zu unterhalten. Für mich war Fernsehen immer der beste Job überhaupt. Aber was rede ich? Was ich sagen will, sagt mein Klavier. Ich mag deutsches Fernsehen sehr, seinen Anspruch, seinen Flair. Ich mag Nachrichten und Sport, mal einen spannenden Tatort. Ich mag Wer wird Millionär, verstehen Sie, Spaß ist legendär. Ja, ich mag Samstagabendshows für die Familien bunt und groß. Mag mein Fenster in die Welt, mag Karel und Frankenfeld. Ich mag die Tagesschau um 8, ich mag, wenn Judith Rakers lacht, all das mag ich. Und ganz doll sie. Kommt ihr Lieben, helft mir mein Lied fürs Fernsehen zu singen. Ich mag Mieten, kaufen, wohnen, Hitler-Dokumentationen. Ich mag den Arsch von Silvi Mais, sexy Sportclips, Carmen Geis, Bolognese auf dem Bauch, Lenzen und Partner mag ich auch. Ich mag Red und Prominent, mag das Jenke-Experiment, Frauke Ludowig und Taft, zu Burger King mit Siemelrad, N24 die ganze Nacht. Leute, so ein Quatsch. Lasst uns doch gemeinsam mal überlegen, was ist gut am deutschen Fernsehen. Da fällt uns bestimmt was ein. Ich mag Pilawa und seine Shows. Ich mag Katzenvideos. Eine neue Sitcom aus USA. Lief bei Netflix letztes Jahr. Ich schau heute Abend Tagesthemen. Hab ich gestern online schon gesehen. Aber Sportschau ist ein Muss. Für mich nicht, ich hab Bild Plus. Service, Zeit und Markencheck. Halt dich größtenteils für Dreck. Bei Reportagen schau ich hin. Zum Glück hab ich nen Second Screen. Deutschland ist ein Fernsehland. Du bist nicht werberelevant. Bin der Erfinder von Wetten, dass. Aber du bist nicht jung. So schlecht ist das deutsche Fernsehen gar nicht. Mir reicht's jetzt. Nennt mir mal ein Land, in dem das Fernsehen besser ist als in Deutschland. Aserbaidschan und Libyen, Kuruschat, Brasilien, England, Island, Senegal, Brasilien ist besser überall. Indien, Japan, Dubai, Russland, Belgien, Mongolei, Holland, Schweden, Dänemark, Fernsehen, Jemen, deutsches Fernsehen ist besser als sein Ruf. Sag ich so. Auch ihr seid alle besser als euer Ruf. Das waren die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von Frank Elstner. Vielen Dank an den einzigartigen, unglaublichen, wunderbaren Frank Elstner.